Axtangriff am Flughafen. Ein Pilot rastet am Flughafen Denver aus. Jetzt ist er suspendiert. 23 Mal drischt er mit der Axt auf die Warteschranke ein. Dann geht er weiter über den Parkplatz am Flughafen, läuft an den ganzen Autos vorbei, bis ihn ein Angestellter mit Warnweste zur Rede stellen und die Axt abnehmen will. Aber der Pilot lässt nicht locker. Erst als ein zweiter Angestellter dazukommt, gibt der Pilot auf. Wenig später lässt er sich von der Polizei abführen. Laut Polizei steht der Pilot 2 Jahre vor seiner Rente und sei an seine psychische Belastungsgrenze gekommen. Mit der Zerstörung der Schranke habe er die Probleme aus der Welt schaffen wollen. Der Pilot wurde von seiner Fluggesellschaft suspendiert. Es soll nun eine interne Untersuchung geben.